Hey Leute, in diesem herbstlichen Kürbiskuchenrezept zeige ich euch, wie ihr einen unfassbar leckeren köstlichen Kuchen mit saftigem Kürbisteig und knusprigen Zimtstreuseln und verlockender Karamellsoße herbeizaubern könnt. Für den Kürbiskuchen brauchen wir natürlich als erstes Kürbispüree. Dazu braucht ihr einen Kürbis, den einmal aufschneiden. So, dann kommen die ganzen Kerne raus und die ganzen Fäden. Das mache ich dann einfach mit einem Löffel. Und dann wird der Kürbis bei 200 Grad Ober- und Unterhitze circa 30 bis 40 Minuten erstmal weich gebacken. Wir brauchen ja später ein Kürbispüree. Fabi hat den Kürbis jetzt genau 35 Minuten im Backofen gebraucht. Je nach Backofen ist es immer unterschiedlich. Und dann könnt ihr ganz einfach die Schale so entfernen. Vorsicht, noch heiß. Ganz einfach so abziehen. Wobei beim Hokkaido-Kürbis kann man die Schale ja mitessen. Muss man eigentlich nicht, aber ich mache es trotzdem doch schon ein bisschen fest. Auch wenn ich das jetzt gleich püriere. Ja, ihr könnt auch einen anderen Kürbis nehmen. Da ist die Schale dann schon etwas fester. So, wenn ihr das dann geschält habt, wird er dann, wie gesagt, gemixt oder püriert. Ihr könnt es mit einem Pürierstab machen oder ich habe hier so einen ganz kleinen Mixer. Da mache ich das jetzt hier rein und das wird dann einmal fein gemixt. Ihr benötigt für das Rezept 250 Gramm. Ich habe hier extra ein bisschen mehr genommen, da ich für euch noch ein Rezept mache. Das nächste Rezept wird, wenn es mir gelingt, ein Apfelkürbis-Muffin. Apfelkürbis-Muffins. Und das kommt dann, wie gesagt, im nächsten Video. Also Kanal abonnieren, auf Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir. So sieht das Ganze dann aus. Das lassen wir jetzt kurz abkühlen. In der Zwischenzeit machen wir unseren Kuchenteig. Weiter geht's. Als erstes brauchen wir 3 Eier. Die Eier sind bei mir immer auf Zimmertemperatur. Dann bekommt ihr ein besseres Ergebnis. So, als nächstes habe ich hier braunen Zucker, den unter ständigem Rühren auf höchster Stufe aufschlagen. Das hat jetzt ungefähr so 3-4 Minuten gedauert. Jetzt gebe ich da einen Teelöffel Vanilleextrakt dazu und unter ständigem Rühren in einem dünnen Strahl das Öl. Das dauert auch nur so circa 2 Minuten. Dann habe ich hier Backpulver, Zimt, Muskatnuss und eine Prise Salz. Das gebe ich hier zum Mehl dazu. Einmal miteinander verrühren. Vorab geben wir dann unser Kürbispüree hinein. Muss schon abgekühlt sein, sollte nicht mehr heiß sein. Das Mehl mit den restlichen Zutaten. Das sollte nur ganz kurz aufgerührt werden, bis das Mehl nicht mehr zu sehen ist. Hat jetzt auch nur ein paar Sekunden gedauert. Dann braucht ihr eine Springform, 24 cm. Die habe ich mit Butter eingefettet. Schaut euch mal, wie schön die Farbe aussieht hier vom Teig. Das fülle ich jetzt in die Springform.
Und als nächstes, bevor der Kuchen in den Ofen kommt, machen wir erst die Streusel. Den Backofen übrigens vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Das stellen wir kurz beiseite und wir machen jetzt die Streusel. Für die Streusel benötigen wir Mehl und Zimt, braunen Zucker, 50 Gramm braunen Zucker, 50 Gramm Mehl, einen halben bis ein Teelöffel Zimt und 50 Gramm Butter. Das sind doch nur 30 Gramm Butter. So, das kalte Butter übrigens, das wird jetzt miteinander verknetet. Ich mache das einfach mit den Fingern, mit den Fingerspitzen am besten und dann zu Streusel verarbeiten. Immer am besten mit den Fingerspitzen immer. Das geht am einfachsten. Da könnt ihr jetzt kleine draus machen, große, dicke, wie auch immer. Ich habe jetzt so ganz feine. Jetzt brauchen wir unsere Springform wieder. Die genauen Mengenangaben, wie gesagt, wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Und das gebe ich jetzt hier drüber. Und dann kommt er in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. 40 bis 45 Minuten braucht er jetzt. Am besten macht ihr die Stäbchenprobe bzw. mit dem Zahnstocher reinstechen. Wenn der Zahnstocher sauber wieder rauskommt, ist er fertig. Jeder Backofen ist natürlich immer anders. Während der Kuchen im Ofen ist, der muss aber auch später noch vollständig auskühlen, können wir schon mal Karamell für den Kuchen machen. Dazu einmal Zucker in die Pfanne geben und dann kurz warten, bis er anfängt, leicht zu karamellisieren. Wenn der Zucker dann geschmolzen ist, gebe ich dann die Butter hinzu. Das Ganze sollte übrigens auf mittelhoher Stufe gemacht werden, nicht auf hoher Stufe. Dann schmelze ich jetzt die Butter da drin. Also wie gesagt, auf mittelhoher Stufe, der Zucker sollte euch nicht verbrennen. Wenn die Butter dann geschmolzen ist, gebe ich dann die Sahne hinzu. Und das wird jetzt so lange aufgekocht auf mittelhoher Stufe, bis sich der Zucker wieder karamellisiert hat, bis er wieder geschmolzen ist. Nachdem ihr ja dann Butter und Sahne dazugegeben habt, wird er so etwas fest. Und das wird jetzt wieder aufgekocht, bis er wieder geschmolzen ist. So, meine Karamellsoße ist fertig. Die stelle ich beiseite, bis der Kuchen fertig gebacken ist und ausgekühlt ist. Wenn ihr das nur riechen könntet, der riecht so lecker, die gesamte Wohnung. Jetzt habe ich hier meine Karamellsoße, die träufle ich jetzt etwas drüber. Und die restliche Karamellsoße könnt ihr dazu reichen, wer natürlich noch mehr Karamellsoße mag. Dieser Kuchen ist perfekt für den Herbst und wirklich super saftig. Lasst euch nicht von dem Kürbis abschrecken, probiert ihn unbedingt aus. Schaut gerne auch in meinen anderen Videos vorbei, um weitere leckere Herbstrezepte zu entdecken. Lasst mir gerne euer Feedback und eure Wünsche für weitere Rezepte da. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye. Ach und übrigens, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nicht mein weiteres Rezept, nämlich Apfelkürbismuffins.